to go see your sister. Okay. Okay. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 Story Modus. Ich habe jetzt nochmal spielen müssen, weil wir ja sonst das irgendwie nicht bekommen haben. Und jetzt haben wir ihn auf dem Rücken und jetzt reiten wir zurück. Und geben ihn zurück zu seiner Schwester. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, turtles. You don't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, oh, Kutsche. He's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Oh god, there is too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but alright, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Yeah. Are you still with Dutch and what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. Oh, was passiert jetzt? Bahnhofsgebäude. Ah, hier ist er. Andocken. Dann gehen wir mal, mein Freund. You're nervous about seeing her, aren't you? Komm rein da, aber ganz gemütlich, weil der andere läuft eh nicht so schnell hinterher. Der braucht 3 Jahre, um irgendwo hinzukommen. Ja, warum hast du eigentlich noch deine Waffe in der Hand, Freund? Nicht unbedingt die beste Sache, wenn man in ein Bahnhofsgebäude reingeht. Und Story! Jamie! Jamie! Come home! Please! Du mit dem Revolver rum. Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Jetzt hat die Waffe nicht mehr da. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Choo-choo, die Eisenbahn. Oh, you'll never change. I know that. Ich fände es geil, wenn du 2 Storyplanen hättest, wo du sagen könntest, du entscheidest dich für sie und wirst ehrenhaft oder du bleibst der Western-Typ. Das wäre bestimmt eine geile Sache.
Baggage. Tschüss zu, auf Wiedersehen. Fühle mich wie der glücklichste Mann auf der Welt. I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else allowed. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Es ist mein Pferd da vorne, was du so rumtänzelt. Wir liebten uns einst. F1 gedrückte, warum Bronze? Was habe ich falsch gemacht in dem Fall? Überzeuge den Anführer der Karriere, ohne Gewalt Jamie zu gehen zu lassen. Bringe Jamie innerhalb von 2 Minuten zu Mary zurück. Oh. Okay. Also ich hätte es auch ohne ihn zu verfügen geschafft. Upsi. Ja. Ist ja wahrscheinlich sogar noch positiver gewesen. Das ist echt mein Pferd. Komm, du kriegst nochmal was zu essen. Gut. Ginseng, das gefällt dir doch bestimmt. Striegeln wir dich runter? Ja, das taugt dir. Gute Junge. Was steht auf unserer Karte heute? John Marston. Also wir sollen mit Johnny reden. Dann reden wir mal mit Johnny. Ich hätte mir gerne wieder eine Kutsche klauen, bloß ich weiß, dass ich dann wieder ein Kopfgeld krieg. Let's go! Ich glaube, irgendwann ändere ich den Schweif wieder von dem Zopf auf normal. Das schaut einfach weird aus. Ich habe gleich. Doch, ich habe schon im Pferd mal den Schweif gezöpft, den Zopf gewandelt, aber. Ich habe doch gar keinen. Ich reite doch hier nur lang. Ständig diese Meckerei hier. Komm, weiter. Direkt wieder nach Hause. Guten Tag, gute Nacht. Jule, instant angepasste Geschwindigkeit. Evening. Seid weiter. Der will da abbiegen, glaube ich. Alter, was für eine Unhöflichkeit. Den müssen wir eigentlich erschießen. Aber ich habe jetzt gerade... Ich will wissen, was da... Ich will die Missionen mal machen. Ich habe das ewig lang nicht mehr gemacht. Die ganzen 30 Minuten. Warte mal, ich muss hier rein. Ja, look who's back. It's me. Bam, bitch. Guten Tag. Evening. Lagerkasse hat $87. Habe ich die nicht mal in 100er doniert? War da nicht mal was, dass ich da... Schon was... Was macht der? Guck geradeaus. Du läufst noch gegen ein Zelt. Ich darf hier nicht gleich laufen, ne? Ich würde hier so gern laufen, aber ich darf nicht. Das ist verboten. Evening. Evening. How are you? Covering hey, Arthur. Business in the hotel. Oh yeah. So we gonna hit that bank? What do you want? Oh, schon wieder eine Story. Uncle told me something about a train. Ein Zug. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of state border. Yes. That's gonna say, huh? Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on, at night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. Oh, böse. Das ist böse. Brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up.
You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You can find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Bruder, ich muss jetzt einen Wagen klauen. Okay. Aber ich habe 3000 Sachen jetzt auf einmal. Was ist das? Ölwagen von Cornwell. Ölwagen von Cornwell. Was ist das? Michael Bell. Also muss ich jetzt nach da vorne retten und so einen Ölwagen mir gönnen, oder was? Wollen die mir das damit sagen? Warum darf ich hier nicht eigentlich rumbrettern? Fiefe! Mein Pferd benimmt sich wieder wie das absolute Dickhead, wie scheint hier. Okay, let's go. Machen wir das noch schnell. Fahren wir da reiten mal hin und dann schauen wir, was da die Situation ist. Jetzt Nacht- und Nebel. Ah, schön. Ah, Nacht- und Nebelaktionen sind da eh immer super. Kannst du mal reiten? Nicht nur spazieren gehen? Das wäre super. Oh, der Mond ist cool. Der Mond schaut nice aus da oben, wie er strahlt. Oder will, dass ich da lang reite? Schade. Ich wäre gerne dem Mond entgegengeritten. Das darf ich sicher noch. Wir müssen ungefähr. Wir müssen ja nicht Richtung Lake Creek oder sowas irgendwie, denke ich. Das wird. Hm, das ist geknallt oder ist es wieder ruhig? Das war ungut. Plündern? Ja, das war jetzt unerwartet. Ja, dein Freund ist leider auch tot. Da kann ich leider nichts mehr machen. Warum kann ich die nicht jetzt rausnehmen so? Ich glaube, der ist tot. Also scheint sie doch nicht zu bringen. Hupsi. Gut gelaunt ist er nicht mehr. Da ist ein Zügchen unterwegs. Schick, schick. Alter, massiver Zug hier. Tschüss, tschüss. Das ist mir eh wahrscheinlich gleich da, mein Leben ist halt noch. Gibt's ja am Arsch. Kann das sein, dass wir hier eh schon angekommen sind, rein theoretisch? Ja, wir sind hier dran. Wäre das dann nicht schon so ein Wagen, wie wir bräuchten? Wollen wir füttern? Gib mir noch mal was jetzt.
Gut. Und natürlich auch noch striegeln. Immerhin hat er gerade eine Schießerei mitgemacht. Was willst du sonst? Aber Leute, ich würde sagen, ich tue jetzt mal mich ein bisschen erholen, weil mich hat es ja doch ein bisschen erwischt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und versuchen hier einen Ölwagen zu klauen. Also, bis dann. Ciao.